ein Fiat Ducato komplett aus Zirbenholz ausgebaut. Das ist sensationell. Ihr kennt das ja, meine Zirbenholz-Videos, die ich gemacht habe. Das Ganze riecht wie in einer Sauna, es atmet und wir sind bei Easy Going. Hier ist der David. Grüß dich ganz herzlich. Ja, wir sind in Österreich in Wels und das ist ein Hingucker, wenn du reinkommst. Hier ist alles aus Zirbe. Wenn du mal so lieb bist, mach mal Licht an. Geht das? Ja, natürlich. Mach mal gerade Licht an, dass wir das Ganze mal sehen. Wir haben heute den ganzen Tag gefilmt und den habe ich noch gesehen. Der Ausbau sensationell, denn das Thema Zirbe begeistert die Leute massiv. Ich filme gerade mit dem Handy, weil wir einfach so viel gedreht haben heute, dass das Thema einfach gezeigt werden musste. Vorteil von der Zirbe ist natürlich diese Möglichkeit zu atmen. Ihr habt gedämmt, glaube ich, mit Schafswolle hier, oder? Ja, genau. Also wir dämmen die Fahrzeuge, es sind ja nackte Kastenwegen, als erstes mit Alubutyl, Armaflex und benutzen dann 100% Schurwolle an den Polmen. Das sieht man da ganz gut, wo normalerweise das blanke Metall ist, ist hier 100% Schurwolle, die ebenfalls mit dir mitlebt und wohnt. Sie sorgt gemeinsam mit dem Zirbenholz für unwiderstehliches Klima im Camper. Es riecht auch gut, das ist das, was ich am ehesten mitbekomme. Hier habt ihr die Airline-Schienen natürlich auch im Einsatz, das ist toll. Die sind mit der Karosserie direkt verbunden, die können auch belastet werden. Oben habt ihr Airline-Schienen, heißt theoretisch kann man ein Bett einhängen nochmal oben, oder? Oder gelangt das nicht? Richtig, das Konzept von diesen großen Fahrzeugen, vom Roma XL, wie wir ihn nennen, ist eine saubere Hülle zu bauen, die uns so viele Möglichkeiten gibt, sich mit dem Kunden mit zu verändern. Das heißt, heute ist man zum Beispiel mit zwei Kindern unterwegs und braucht vier Schlafplätze, aber in 10 Jahren soll der Camper noch halten und ich möchte mehr Komfort, dann baue ich dort eine Nasszelle hin, wo jetzt ein Bett war oder mehr Stauraum benötigt wird. Ja, das typische Konzept habt ihr hier, die Airline-Schienen, der Boden, das hat sich nicht geändert. Der Ducato ist unglaublich beliebt, aber das Konzept ist ganz anders. Du kannst in wenigen Minuten das Auto komplett umbauen, zurückbauen, wieder zum ganz normalen Transporter. Schwerlastauszüge, zeig mal bitte. Wir haben da einen zweietagigen Schwerlastauszug. Da jetzt hat unten eine Plattform und oben eine Plattform montiert, die nach innen geht. Das ist auch da wieder einfach mal etwas Neues, wo sich einer unserer Mitarbeiter ausgetobt hat. Achso, die andere geht nach innen. Der andere geht nach innen. Stark, so kannst du halt Sachen reinmachen, Schuhe. Das wird in der Praxis gerade getestet. Man kann ihn noch nicht kaufen, oder? Man kann jetzt, wenn man an uns glaubt, tatsächlich schon mit uns sprechen und das Konzept weiter ausarbeiten. Wir haben insgesamt 8 Lagerfahrzeuge, die verfügbar sind. 6 davon sind 4x4 Konzepte auf MAN TGE und 3x sogar 4 Ducato. Also wir haben was und wer sagt, okay, Easy Going ist cool, mir gefällt das, mir gefällt die Idee, dann kann man jetzt im besten Fall schon die Zusammenarbeit starten. Ja, ihr habt die über 100 Fahrzeuge auf der Strecke. Links ist der Wassertank, was ist das links? Links ist Elektrik, Dort, rechts ist der Wassertank. Rechts ist der Wassertank. Man hat natürlich beim Fiat Ducato viel mehr Platz. Das ist ein Traum im Vergleich natürlich zum VW-Bus. Es sind andere Konzepte, aber doch sehr ähnlich. Das heißt, du hast hier noch dieses Freestanding, dieses Individuelle, was du hast. Also ganz anderer Grundriss, offen. Das heißt, also hier hast du keine Nasszelle, keine Dusche innen, das ist ein anderer Ansatz, oder? Genau, das ist grundsätzlich ein anderer Ansatz, was aber nicht bedeutet, dass die Hülle keine klassischen Grundrisse zulässt. Das bedeutet, wir können klassische Grundrisse abbilden, wollen aber bewusst immer woanders ansetzen als das, das man schon kennt. So, ein ganz neues Konzept. Zirbe, wohin das Auge reicht. Auf der linken Seite hast du die Küche, aber auch hier reduziert. Der Dometic, der gute Kühlschrank, ich zeige mal gerade, ist er abgeschlossen? Da ist er. So, der Schubladenkühlschrank, der drin ist. Kompressor. Genau. In dem Fall ist der modulare Kocher zum Rausnehmen. Genau, nehmen wir mal kurz raus, das nochmal sehen. Das ist der Campinggas, das Original, der da ist. Küche mit drin. Es riecht so sehr nach Zirbe. Es ist echt gut. Dann habt ihr hier ein Aufstelldach. Genau, SCA 214 oder 212, ich glaube 212 für einen kürzeren Radstand, L2. L2 H2 ist hier die Größe, 5,40 Meter lang, extrem kompakt, auch noch sehr stadttauglich. Und ja, auch hier wieder ein paar
extra Schritte mit den neu aufgepolsterten Sitzen, wieder aus Schurwolle überall. Das heißt, schlafen auf dem Dach, schlafen hinten, ein echtes Vier-Personen-Fahrzeug. Richtig. Was du hier hast. Der Boden, unglaublich toll. Du hast hier auch keine Truma-Heizung, wie die normal Verwendung findet, sondern ihr habt eurem Konzept, wart ihr treu und habt hier eine Autotherme eingebaut. Ein bisschen anderes Konzept. Also es ist ganz anders. Es richtet sich an sehr, sehr sportliche Leute, die zum Beispiel Mountainbiker oder Leute, die einfach was ganz anderes haben wollen. Mhm. Wie war denn der Einsatz? Ihr wart unterwegs, du musst doch mit so einem Auto, musst du doch auffallen. Das ist doch, von außen siehst du es kaum, aber sobald einer mal reinguckt, ja. Oder? Ja, das ist immer so. Wenn du mit einem Easygoing-Fahrzeug am Campingplatz stehst, die Kofferraumtüren öffnest, dann wirst du angesprochen. Weil die meisten Leute sowas noch nicht gesehen haben. Es riecht komplett nach Zirbe. Das ist so unglaublich toll. Der Vorteil ist auch dieses Wohlfühlen. Du kommst rein, du fühlst die Wärme, obwohl gar keine ist. Die Heizung ist noch gar nicht an. Ja, genau. Aber das ist genau das, was du da fühlst. Wir haben Oberschränke, die es mit verschiedenen Fronten gibt. Entweder Expander oder dann zum Aufklappen. Wir haben eben dieses Airline-Schienensystem, das uns verschiedene Möbelstücke und Stauraumelemente fixieren lässt. Je nachdem, ob wir jetzt ein 6 Meter oder noch längeres Modell haben, können wir halt dann auch anders gestalten. Und da sind wir auch auf die ersten Kunden, sage ich mal, angewiesen, die ihren gestalterischen Geist mit zu uns nehmen und mit uns gemeinsam weiterarbeiten. Du Poet, wie du das immer schön sagst. Hier unten ist die Kühlbox, die du drin hast. Genau, und da haben wir jetzt eine zusätzliche Kühlbox. Ist die groß? Groß? Das ist ein 65er, glaube ich. Ist das groß? Ja, die ist schon sehr groß. Schon groß. So, hier oben. Da haben wir jetzt zum Beispiel, das ist der Auszug. Noch die Idee vom inneren Auszug, was auch sehr praktisch ist. Wir haben da noch die Möglichkeit für das Bett. Das klappt man dann um. Und dann sind wir da. Wir haben auch, da ist jetzt noch kein Querschläfer-Flair verbaut, das haben wir aber auch in Eigenentwicklung. Flair ist die Verbreiterung? Richtig, okay. Genau, also keine Querschläfer-Verbreiterung verbaut, aber auch die fertigen wir selbst und verkaufen die an unsere Businesspartner. So, habt ihr das Fahrzeug schon auf der Seite, auf der Webseite? Nein, da ist sind erst die ersten Bilder am Entstehen. Auch da ist man jetzt gerade absolut am Puls der Zeit. Und wir haben aber allerdings schon ein Fahrzeug gebaut, das neuer war als dieses. Das haben wir allerdings auf der ersten Messe sofort verkauft. Das war krass. Ihr habt mir erzählt, das kam da, der hätte euch alles geboten, dass er es gleich mitnehmen kann, oder? Genau, es hat dann nur ein bisschen ein Update benötigt, aber er hat halt einfach einen fairen und den Listenpreis bezahlt. Man hat sich dann geeinigt und alles gut. Das ist so. Aber trotzdem, der hier ist toll. Zirbel, soweit das Auge bleibt. Nee, gucken kann, das ist so. Wir haben halt viel gefilmt. Wir haben insgesamt, keine Ahnung, 13, 14 Videos gemacht heute, Stimmt, ja. Die da sind. Ihr seid in Wels, W-E-L-S, das liegt in Oberösterreich. Die Fahrzeuge haben hier eine Nova, das ist eine besondere Steuer, die es in Deutschland nicht gibt. Mhm. Wenn ich die in Deutschland kaufe, zahle ich auch diese Steuer nicht. Dann seid ihr ja praktisch voll konkurrenzfähig. Wie wird der ungefähr liegen, wie er hier steht, mit dem Fahrgestell, mit dem Kasten? So wie sich der jetzt anfühlt. Ja, circa 80.000. 80.000, das ist so. In Deutschland? 70. 70 ungefähr, das ist so. Aber ein ganz eigenes Konzept mit Aufstelldach, mit Handwerkerqualität. Das ist keine Massenfertigung, das ist ja Handarbeit, was da ist, mit enormen, tollen Geschichten und natürlich auch mit Zirbenholz. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, vielen Dank, David. Heute letztes Video, ich habe gesagt, den zeigen wir mal. Ich habe beim Handy gefilmt, also wundert euch nicht über die Bildqualität, aber das musste ich euch einfach mal zeigen. Ja, ein Fiat Ducato in Zirbenholz. Ciao, ciao.